und Sepp, willkommen zurück hier bei Sword Art Online. In der letzten Folge waren wir auf dem Weg, und zwar durch diese Höhle, die wir entdeckt hatten. Und zwar die Höhle Horvat. Leider sind wir dort in dem Event gestorben und das sogar ziemlich dämlich, weil wir einfach nicht richtig aufgepasst hatten. Ich überlege, ob ich das jetzt einfach nochmal probiere oder ob wir lieber gleich versuchen, weiter durchzulaufen, und zwar zu unserer Quest. Naja, wir checken das mal. Wir haben da vorne jetzt noch ein rotes Event, aber rot bedeutet, dass ich das auf keinen Fall schaffe, oder? Ich weiß es leider nicht. Ich mag diesen Angriff sehr, muss ich sagen. Oh, ich weiß, meine Nase ist gerade schon wieder zu. Ich hasse das. Es ist um die Jahreszeit. Alles ist so trocken hier. Das legt sich bei mir zurzeit alles echt krass auf die Nase. Ich bin nicht krank. Also ich bin jetzt nicht körperlich krank, sondern eher... Ich weiß nicht, ich bin einfach nur ständig die Nase verstopft. Ist voll abartig. Darf ich sagen, dass ich es eklig finde, wie die Waldpilze hier aussehen? Meine Attacke voll abgeblockt. Ah, scheiße. Direkt nochmal AP verschwendet. So, hier gibt es eine blaue Truhe, wenn ich diese Dinger hier alle töte. Na gut, das geht ja relativ schnell. Und schon wieder schließe ich hier die Quests ab, wie geil. Ich mag es, wenn es mit den Quests so schön schnell geht. So, Lefa hat jetzt auch noch Level 12 erreicht, sehr gut. Welcher Feind kann jetzt hier noch versperren? Ich habe doch alle umgehauen hier, oder? Oder ist der Feind diesmal tiefer in der Höhle drin? Huh.
決める。Und schon wieder eine Quest abgeschlossen. Mann, geht das schnell. Also heute habe ich echt den Run, was Quests angeht. Und schon wieder eine WTF. So, aber nee, ich glaube, die ist immer noch verschlossen, oder? Die, ja. Irgendwo scheint es hier noch einen mächtigen Gegner zu geben. Ich weiß leider nur nicht wo, aber naja, wir werden in 100 pro Wahrscheinlichkeit hier auch irgendwo finden. Aber so angeschlagen, wie wir jetzt gerade sind, glaube ich nicht, dass wir hier dieses Event machen sollten. Ah, diesmal ist das Event ein anderes, diese Salzkrabben hier töten. Okay. Ach nee, wir müssen die Soldaten des Königreichs müssen wir töten. Ah. Die hier. Aber das ist ja einfach. Okay, sie sind ein bisschen stärker. Aber ein bisschen stark bin ich ja auch. Das passt schon. Und ich bekomme die ganze Zeit Murmelsteine, was auch immer die bringen. So, und der letzte. Silbererz, immerhin. So. So, muss ich euch jetzt töten, um an diese Truhe ranzukommen? Euch Blutmilben? Ja, diesmal waren es wirklich nur diese Blutmilben. Ah ja, Vitalität 4, Geschicklichkeit 1. Ein Ring. So, Ausrüstung. So, ich habe sogar noch einen Ring frei. Sehr gut. Okay, der ist echt schwer. Ja.
Der haut mega Attacken raus. Oh shit, und seine Kobolde. Aber wir müssen zuerst die Ads down machen. Na dann, und drauf. So, Plünderer, Kobolde. Die anderen überlebt bitte. Oh, shit. Oh, der haut echt gute Dinger raus. So. Und der letzte Plünderer Kobold. Komm, nehmt den down, dann können wir uns um den Boss kümmern. Und jetzt. Haut alles auf ihn drauf. Oh, ich glaube, Klein ist mal wieder gefallen. Ah, das kriegen wir hin. Oh, super Klein. Spring einfach aus meiner Heilung raus. Ah, super. Klein hat schon wieder gerissen. Ach, Klein. Du bist leider echt nicht so der Überlebenskünstler hier in diesem Spiel. Oh, was für ein Kampf, ey. Also unser Problem ist, wir können nicht richtig austeilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shit. Danke.
Ah, kleines Gefallen, erzähl mir mal was Neues. So, schnell klein wiederholen. Komm her, Klein. Ich glaube, Klein hat keine Heil-Items mehr, oder? Oh, super. Die Attacke ging daneben. Ach, Mann. So, Spoiler. Klein ist mal wieder gefallen, aber wir holen ihn wieder. So. Und weiter geht's drauf. Und los geht's. Zack. Uiuiui. Wir haben ihn gleich. Boah. Ja, wir haben ihn. Oh, super. Alter, was war das für ein krasser Kampf gegen diesen Kobold-Supermann. Oh, super, super. Das war richtig gut. Oh. Ein Rapier mit sehr guten Angriffswerten. Kann ich den eigentlich vergeben? Kann ich den verschicken? Da. Nicht handelbar. Ich kann ihn höchstens selbst benutzen. Wobei ich natürlich für Rapier keine... Oder wir können es ja mal probieren, wie das sich mit dem Rapier kämpft. Ich habe zwar eigentlich keine Skills dafür. Oh ja, ich mache mal sehr viel Schaden damit. Na gut, dann geben wir ihm ein bisschen Rapier. Also der Damage ist halt wirklich krass, das muss man sagen.
So, und ich glaube, hier draußen kommen wir jetzt endlich weiter zur Burg, wo ja dann noch unsere Main Quest weitergeht. Arctarium-Tor. Also anscheinend wird diese Burg da vorne von Kobolden bewacht. Das ist also die Burg, die ich von weitem gesehen habe. Spieler A, hast du vor, diese Burg zu erkunden? Nun ja, warum? Momentan mache ich etwas langsamer, da ein Teil kommt, der nahezu unüberwindbar ist. Offenbar muss man sich unter Beweis stellen, was auch immer damit gemeint ist. Man braucht wohl einen Gegenstand aus dem Inneren der Burg, man bekommt ihn aber nur schwer, weil die Gegner so stark sind. Ich habe gehört, eine Gruppe namens Spitzenläufer hat ihn bereits und steht kurz vor dem Abschluss der Quest. Also wird es ab hier ziemlich schwierig, wie? Ja, sei vorsichtig. Danke, alles klar, mal sehen, wie weit ich komme. So, ja, damit haben wir jetzt diese geheimnisvolle Burg hier erreicht. Und die soll ziemlich schwierig sein, sagen die anderen Spieler. Ob das wirklich stimmt, das, ja, finden wir selbst heraus. Und zwar in der nächsten Folge Sword Art Online. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.